Aber der wird eine ganze Weile brauchen, bis der hier oben ist. Aha, ich wusste es, da ist noch mehr Loot. Ich darf noch schießen? Ich darf noch schießen. Okay, perfekt. Nee, Piper lasse ich mal da lieber stehen. Er scheint mir gerade irgendwie sicherer. So, darf ich wieder? Seabress. Ein unglaublich wertvolles Mitglied der Mannschaft, Seabress. Komme ich mit ihrem Schuss eventuell an den Typen hier dran? So, fast. Hehe. Probieren wir das mal aus. Vielleicht funktioniert's. Bisschen ruhiger müsste es ja allerdings sein. Nee, schade, ich habe genau das Ziel erwischt. Naja, macht nichts. Und dann komm mal hier runter. Wir sind dann gleich raus. Okay, das ist ein erstaunlich guter Schuss gewesen. So, okay. Wenn ich jetzt mit Piper mich bewege, komme ich natürlich nicht bis ganz nach da. Aber Piper darf noch schießen. Na komm, heb doch mal bitte. So. Oder so. Ja, Seabress, ich darf in diesem Bereich, gut. Joa. Hast du es jetzt? Perfekt. Ja, Seabress... Ich ziehe dem spaßenshalber nochmal hier rüber und machen wir das mal. So, Piper. Ja, dann haben wir alles an Loot eingesammelt, glaube ich. Und ja, Beute 100%. Sind wir gut durchgekommen. Ein Feuerwehrhelm. Das ist immer gut. Oh, Schulterschutz. Sicher, schick und mit einem Gesundheitsplus von plus 1. Außerdem stellt sie plus 1 Gesundheit wieder her. Wann immer du beschädigt wirst, der maximale Reparaturumfang ist der erlittene Schaden minus 1.
Hallo. Erhöht die Gesundheit um 2, verringert Schritttempo um minus 1. Entschuldigung, musst du kurz meine Augenbraue kratzen. Schutz mit Midas-Qualität. Ist der hier Gold oder merk nur ich das? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Sprüche in Englisch mehr Sinn ergeben würden. Wie viele Sachen einen Gegenstand muss ich verkaufen? Verkaufen, verkaufen! Ja. Will ich etwas verkaufen? Ich muss ja, ich weiß. Aber will ich das? Perfekt. Und ich ein Level abnehmen. Nee. Ich hätte für solche Aufträge sollte ich vielleicht mal die Crewmitglieder nehmen, die noch gar keine Level haben. Ich denke, dass wir den Royalisten eine Lehrstunde im Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten erteilt haben. Hurra! Hussa! Dann machen wir uns mal auf die Jagd nach der neuen Energie. Ich nehme die Bots der Königin sowas von in den Schwitzkasten. Ihr habt keinen Schwitzkasten, ihr seid Roboter. Egal. Hier ist niemand, mit dem ich gerade reden kann. Oh, bitte runter. Hier hat keiner was zu sagen gerade. Das war erstaunlich. So. Ich habe mir übrigens jetzt mittlerweile auch die Möglichkeit gesichert, dann SteamWorld Dig 2, wenn es rauskommt, sobald es rauskommt, dann zu spielen. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja, wie gesagt, das lohnt sich eigentlich erst, wenn ich tatsächlich wieder Platz habe. Königlicher Abschlepphof. Ja gut. Sammelt euch vor der Brücke, schaltet die königliche Wache aus, räumt das Schiff. Jede Menge Cowboy-Schiffe sind im Namen der Königin konfisziert worden. Ihre Leibwache muss ausgeschaltet werden, bevor die Crew sich dieses fremdartige Schiff ansehen kann. Ausrüstung. Schaden 7, Schaden 6, Schaden 5. Das macht alles keinen Sinn. Den Grenzland-Plopper. Nein. Okay, er kann eigentlich nur diese Sachen aufnehmen. Okay. Ja gut, dann hat sich das gerade erledigt. Ja, und diese Sachen gebe ich ihm gerne. Möchte ich den Auftrag beginnen? Ja, ich muss mich nur mal kurz anders hinsetzen. Okay. Einmal bitte die Karte aufrufen, dann brauche ich nämlich nicht ganz so wahnsinnig stark durch das Bild scrollen. Scrollen! Sondern kann einfach mal gucken. Okay, ich glaube, wir arbeiten uns von unten nach oben durch, würde ich mal sagen. Immer schön in Deckung. Seabreath. Hier hin. Und wir müssen ja mit Fan Leute auch eliminieren, damit seine Fähigkeiten freigeschaltet werden. Weil ansonsten ist er ja, so böse wie das klingt, ja auch reichlich nutzlos. Ah, perfekt, hier ist Beute. Ich lasse ihn jetzt einfach vorweglaufen. Ich achte das jetzt einfach mal spontan als sinnvoll.
schade, dass der Bereich, in dem die Charaktere inspiriert werden, noch immer so klein ist. Aber ich glaube, das wird nach und nach noch größer werden. Okay, liegt eine ganze Menge Beute rum. Ich weiß nicht, ich glaube... Ja, Piper, du darfst schon mal zielen. Nee, die lassen sich nicht auswählen. Okay. Den schweren Schuss vielleicht. Bringt das was? Ah, sehr schön. Okay, Fan, komm mal so zwei Schritte weiter vor. Und helf mir mal zielen. Wo ist denn eigentlich sein... Naja, egal. Ich weiß nicht, ob das der richtige Winkel ist. Vielleicht eher so. Yep. Und dann bekommt er seine erste Ladung. Perfekt. Ist hier oben noch einer? Nee, ne? Hier ist nur Loot. Da ist ein Typ. Oh, oh. Aber es gibt... Ah, Moment. Ja. Ich ziehe ihn mal hier hin. Ja. Okay. Piper muss natürlich weiter vor, sonst kann ich mit ihr nicht so viel machen. Seabreast, Doppelschuss. Nein. Okay, auf jeden Fall einer ist schon mal ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich in die Scheinwerfer rein darf. Und ob, wenn ich in den Scheinwerfern stehe, dann hier oben die Selbstschussanlagen losgehen. Wegschießen kann ich die Dinger ja nicht. Und ich kann es nochmal ausprobieren, aber ich hege da eher keine großartigen Hoffnungen. Okay, gut. Die zweite Ladung. Okay. Nee, der... Nee. Okay, gut. Meine Vermutung wurde gerade bestätigt. Ich kann hier nicht großartig viel machen. Du hast nur eine kurze Reichweite, ne? Hier ist nichts weiter. Ach, warum habe ich den jetzt ausgelöst? Meine Güte. Einmal ein paar Sachen aufsammeln und dann weiter hoch. Mich von oben runterschießen. Hä? Wo kam das Geräusch her? Oh, schade. Ich dachte, das hat ein bisschen mehr Wumms. Okay, das ist schon mal weg. Piper. Ach, da kam das her. Da ist das Zeug. Wie komme ich eventuell... Ach, komm. Das ist jetzt gerade viel zu wankelig. Ernsthaft?
Na gut. Piper ziehe ich jetzt hier erstmal hier hoch. Weil da, wo sie steht, ist mir, glaube ich, keine Hilfe. Kommst mal hier rüber und bist so nett und bekommst noch eine Ladung. Obwohl, er darf ja nur zwei Ladungen haben, ne? Joa, ach komm. Zebras, sammel du mal Loot auf. Loot ist gut. Okay, Piper. Jetzt aber. Er hat 15, das heißt, ich sollte vielleicht eher versuchen, damit zu Rande zu kommen. Ich will ihm nicht den Hut vom Kopf schießen. Kurz, ganz kurz konzentrieren. Ja, das hat funktioniert. Was? Hä? Na gut. Gut. Dann halt so. Fan darf hier rüber. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen konzentriert, wie man merkt. Warum auch immer. Okay. So, Piper. Wenn du so nett wärst. Boah, Alter. Schade, ich habe seinen Hut nicht erwischt, aber dafür ist der jetzt weg. Das heißt, wir können uns hier erstmal frei bewegen. Liegt hier noch irgendwo Loot? Nein. Okay. Schwere Geburt. Geh jetzt bitte hoch. Danke. Okay. Pipes. Pipes darf weiter. Ich mag Piper. Okay. So. Finn muss natürlich auch hinterher. Moment. Hä? Wann hat er denn seinen Hut verloren? Ja, hol doch mal bitte deinen Hut hier. Habe ich gar nicht gemerkt. Okay, die anderen haben aber noch ihre Hüte. Okay, gut. Jetzt war ich kurz verwirrt. Marschrouten. Egal. So. Ja. Ich glaube, kaputt machen kann ich die Dinger nicht, ne? Zack. Und einmal hier rüber. Nee, das geht da durch. Ja, oh Gott. Das habt ihr nicht gesehen. Hey, 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 hey. Manchmal bin ich wirklich ziemlicher Schussel. Verletze ich mich einfach mal selber. Na gut. Ah, hier ist einfach nur ein netter kleiner Raum. No one can tame our past of shame, it's all that we know. Memories of all those things drift through all that we sow. You know a brighter day is just around the
failed. We need some heroes with wheels of iron, their hearts in the sky.